Oh. Einmal willkommen zurück. Mal all diese abgucken. Was in der Zwischenzeit passiert? Na gut, ich habe mal eine Händlerin gefunden. Eine Händlerin quasi. Bin aber leider dadurch wieder gestorben. Weil ich irgendwo beim Felssprung runtergefallen bin. Da lag ich da. So, ich habe auch noch eine Quest angenommen, die wir jetzt natürlich machen werden. Und zwar ist ein Abholquest. Und die Händlerin war gar nicht so weit weg. Und hinter der Scheune da. Da sitzt die Händlerin. Da habe ich natürlich wieder einen Malus, verdammt. Darf nicht so laut sein, sonst bin ich gleich wieder Mode. Wohl, den holen wir uns. Muss mal Malus wegkriegen. Wow, hast ja viele Punkte gebraucht. Eieieiei. Ich werde es auch nochmal mit dem Bogen probieren, ja. Werde ich. Einmal Chance auf Honig. Und das Werkzeug muss ich nochmal anpassen, ja. Nix Honig. Na, ja, reparieren. Ein Dreierspeer oder Viererspeer, das wäre mal was. Obwohl viele sagen mit den Knüppel, das wäre gar nicht so. Noch. Honig? Oder nicht Honig? Honig. Ah. War ein Ritualschlag. Deswegen war der Honig drin. So, wo ist denn jetzt die Quest? Da hinten. Ein Vierergebäude. Das ist nicht gut. Jedenfalls jetzt noch nicht in der Situation. Na, ich glaube, hier drin sitzt auch jemand. Jetzt werden wir nochmal das Knüppelchen. Knüppelhasensack. Schwören, dass hier das letzte Mal einer war. Na gut, die Gebäude gibt es ja wie seiner mehr. Naja. Wen habe ich denn jetzt geweckt? So gesagt, hier ist einer drin. Schön. Wo kommst du jetzt mit einmal her? Ist der wieder oben runtergefallen oder wo kommt der mit einmal her? Wir sind doch hier lang gelaufen.
Sumpfbocke. Da steht eine Tasche und die will ich haben. Pumpe. Über zweimal geguckt. Hallo, Vera. So. Ah ja, Pflanzenfasern war ja klar. Pflanzenzeug, ja jetzt. Da kommt schon wieder einer. So. Ein Pfeiler, können wir wie viel machen? 13, naja, das muss reichen. Und testen nochmal. So, dann gucken wir nochmal. Na, der Bogen stimmt schon mal nicht. Das muss ich nochmal nachstellen. Bist du jetzt hochgekommen? Hallo. Gut, dann passen wir den nochmal an. So, wir fassen den natürlich da ein. Das ist erstmal so einfach. So. So, ne? Na gut. Ja. Fassen wir den Laser ein. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht so zittere. Weil. Gut. Dann hier mal das Ganze nochmal. Aha. Okay. Jetzt verstehe ich, warum das so komisch ist. Okay, okay, okay. Aber da arbeiten sie ja. Ging der jetzt hin? Oh, hab ich den jetzt echt getroffen? Ich Mensch, du nix. Den Sack fallen lassen, den will ich jetzt haben. Da liegt bestimmt noch oben drauf. Nee, der war echt. Der hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den treffe. Haben wir den denn? Von? Nee. Von? Kann ich den jetzt so einstellen? Geht das? Warum? Halt. Mach mal so. So. Muss man den Laser nochmal einpreisen? Na, wenn das so ginge, dann. Studieren. Gott studieren. Meine Devise. So, da müsste ich ja jetzt eigentlich. Ah, die Höhe muss ich noch anpassen. Ach. Keine mehr. Juhu. Oh, da liegt ein Rucksack.
Ja, wen habe ich jetzt wieder? Da ist einer. Und da ist einer. Und da ist ein Reh. Ein Reh ist okay. Ach nee. Hör auf jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Wieder so ein Gelbaure. Und wieder keine Ausdauer. Naja. Also die Gelbauren, die sind noch ganz schön. Und wieder ein Manus. Wie viel haben wir jetzt verloren wieder? Wenn ich jetzt einen Rucksack mache, ist der Knöchel immer noch da. Aber ich muss ja meinen Rucksack nehmen, da ist ja alles drin, was ich habe. Wieder 25% EP verloren. Jetzt noch da oder nicht? Und kann ein paar Pfeile bauen, mal probieren. Muss gehen. Ach hier, bin schon dran vorbeigerannt. Da ist ein Stein. Meine Brille richten so. Wollte eigentlich zur Quest. Mikro. Hey, Digga. Nee, du bist ein Gelbauer. Keine Ausdauer. Fall erst mal hin. Weil habe ich Zeit. Da brauche ich mit dem Speer nicht so viel Ausdauer. Na, dann warte ich lieber, bis es hell ist. Dann loote ich hier noch ein bisschen. Eine Dreierschuffel. Eine. Reparieren. Legen. So, gleich gucken, was wir nicht mehr brauchen. Wolle. Ja, das ist eine Schießpulver, da kann ich aufsichten drauf. Das brauchen wir dann, um Verbrennungskästen herzustellen. Lubsch. So, Briefkästen. Gibt es hier einen Briefkasten? Da ist schon mal einer. Dann looten wir noch ein paar Briefkästen, bis es hell ist. Aha. Macht die Abnutzung, ne? Okay. Besser die Fertigkeit vom Fahrrad. Gut, das Fahrrad könnte man ja schon bauen, ne, eigentlich. Oh, und.
Muss ich an Rüben, ja. Was ist nämlich G? Da ist da nicht G. Nein. Power. Gut, da brauchen wir einen Rahmen, ein Rad, den Lenker, mechanische Teile. Mechanische Teile haben wir ja. Dazu mit das Eisen, dazu muss ich erstmal eine Schmiede bauen dürfen. Gut. Erledigt. Ne, wie viel brauchen wir da? 7. Welchen von der Kiste hatte ich drauf? Geschmiedetes Eisen. Kleber nehme ich. Und darum kannst du behalten. So, hier gibt es keinen Briefkasten. Da gibt es einen Briefkasten, da rennt aber eine rum. Oh, ein Kürbis. Ich habe einen Kürbis gefunden. So, den kann man ja. Gibt es Kürbisse? Okay. Also hier nichts zu essen. In die Tasche. Hallo, Vera. Dann bin ich schon wieder voll, bevor wir überhaupt die Quest anfangen. Verdammt. Na, dann gehen wir vorher nochmal nach Hause. Kann ich die Körbe da hinbringen? Wo ist denn eine Abholquest? Ist aber, naja, man weiß ja nicht, was im Loot drin ist. Ich bräuchte nur schnell die Tasche holen und wieder verschwinden. Wo waren alle Kürbisse? Hm. Jetzt haben die ja beim Briefkasten. Wir schleichen nicht, ne? Nicht schleichen. Ach, was war? Der Friedhof hier. Was bist du? Eine Händlerin. Oh ne, das ist die Händlerin. Huch, ich bin ja schon rumgelaufen. So, ja. Bin ja am Bogen gelaufen. Doch, jetzt schon zwei Händler auf einem Fleck. Besser geht's doch gar nicht. Ob wir uns schnell ein paar Bücher holen. Die Idee wär's ja, ne? Na, da hätte ich auch die Quest machen können. Ich sehe niemanden. Wir haben zwar schon gewütet, wie das Tor aussieht. Da ist ein Brief. Ich hab's doch geahnt. Lass mich reuten, blau auch, oder? Da ging aber leicht. Hm.
Da läuft noch einer. Zwei. Neben der Schuss. Stimmt, wir haben ja wieder Muni. Macht mal gleich laden hier, oh, voll der Fälle. Und dann werden wir hier mal umswitchen hier. Na, das muss ich auch noch mal ändern. Machen wir das nämlich so, den zum Schluss. Dahin. Nee, umgedreht. Hin. So. Dann kann ich nämlich immer hier so. Na? Biggi. Da ist doch mit Sicherheit auch jemand. Da ist er. Wollte aber dahin. Lass mich hier schon wieder ablenken. Also in dem Spiel ist unheimlich schwer, eine halbe Stunde überhaupt irgendwas zu bringen. Hä? Hab ich denn das blöde Hut nicht? Hallo? Hä? Wie soll ich jetzt das Hut nicht getroffen? Geht doch. Oder geht rennen, schlafen nicht. Gleichzeitig. Mir geht bestimmt, bricht doch gleich die Hölle aus hier. Da liegt doch schon mal an. Da sitzt einer. Also wenn ich jetzt schleiche. Den kann ich wohl so nicht gleich attackieren. Und da steht die nächste. Und da kommen auch ganz viele. Ich glaube, wir machen schon mal Rückzug. Na, wenn die alle jetzt hergelatscht kommen, na, Prost Mahlzeit. Ist noch nicht mal hell. Alles mitnehmen. Die alle, wenn ich den jetzt anlocke. Und dann eine Gelblocke, die kaputt. Jetzt habe ich keine mehr. Junge, das können doch nicht wahr, das können doch nicht angehen. Er lebt immer noch. Krieg ich meine Pfeile eigentlich wieder? Und der hat sie da reingerissen, der hat sie da reingerissen. Aber. Weil wir Honig gefunden haben, benutzen wir den gleich. Und Malz Locus müssen wir nehmen. Gut. 59 Minuten. Dann brennt es eben ein bisschen an den Stellen. Soll nicht rum.
Hätte nicht gedacht, dass es ein gelber war, weil man es nicht gleich sieht. Einer oder nicht? Das weiß ich leider nicht. Daneben. Hab ich gesehen. Mit der Aura. Das ist mir alles suspekt mit einem Pfeil und Bogen hier. Rüber. Ich bin Pfeil mehr. Das ist eben so mit den Unfreier-Spielen. Da klappt eben nicht alles hundertprozentig. Deswegen muss man aber nicht gleich Mimi machen. Also wenn jetzt hier noch in der Nähe die Feuerwehr ist, dann weiß ich, wer hier wohnt. Wieso kommst du jetzt angerannt? Ach, wieder ein Gelb auch. Kann doch nicht Sparschwein sein. Junge, 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 und ab der Fisch. Jetzt fällt doch einfach um. Nicht ich, der. Also die gelben Augen, die sind. Na, Hut ab. Na gut, dass ich nichts verschöner. Ja, heute sterbe ich heute. Kann ich so nicht ändern. Es ist nun mal am Anfang. Und hier ist ja noch ein bisschen schwieriger. Muss da jetzt unbedingt da rumschleichen. Deswegen ist das ja erstmal ein Langzeittest, weil ich mich mit der Steuerung erstmal hier zurechtfinden muss. Und dann geht's los. Eine Schlange, ein Huhn, ein Zombie. Was für eine Kombination. Na? Oh. Wollen wir gleich abbauen? Wie viel Platz haben wir überhaupt noch? Viel ist es ja jetzt nicht mehr. Mein Blei kann ich dann so ab. Oh. Die Türme fliegen auch schon mal raus. Da lutscht einer. Jetzt gehen wir dann rein. Ja, jetzt machen wir unsere Quest. Fertig. Bücher hole ich mir dann. Gelbaugen, meine Güte. Park. Hallo, es war ein Lockruf. Park. Na, ich glaube, man muss ja nur anlocken. Nicht gleich im Boden zu hacken, Junge. Und da kommt Pflanzenfaser raus. Nee, die habe ich gerade weggeschmissen. Komme Fleisch hole ich, wenn ich Beete baue. Da läuft schon wieder einer, da läuft einer. Okidoki. Probieren wir es nochmal mit dem Keulchen. Da ist immer noch eine 1 ist. Ding. Ne, komm. Okay. Nur noch Rucksäcken, die aber euch rumliegen könnten. Ob es da oben Loot gibt. Oh, ein Vierer. Wenn wir mal schnell wieder nach unten gehen, so können wir ja ganz schnell mal wieder. Muss man da noch da. Nee, wir machen erstmal die Quest.
Ach, das war doch hier mit dem Brunneneinstieg, ne? Nee, doch nicht. Dann vermisse ich immer noch die Schweine. Die eigentlich immer auf solchen Feldern oder Beeten oder Wiesen. Ruhen. Briefkasten. Bin schon. Verdammt. So. Natürlich aber der wieder von vorne angefangen. Mit der ersten Quest. Hallo, jemand zu Hause? Hallo. Hallo. Na, immer wenn ich gerade looten will. Machst du jetzt die einzigste? Eine Nase hängt schief. Oh, jetzt noch eine. Und mit Ausdauer kriegen wir schon noch hin. Ach schon, weil ich die Quest-Gegenstände haben. Das ist gar nicht genau, das ist auch was, da mal runterhängen, okay. Haben wir doch zwei Bücher, aber gerade sagen. Nicht gekriegt. Ja, ist das ein bisschen. Nehme ich mit. Komisch, dass man die umgefallenen Stühle nicht aufsammeln kann, aber die stehenden gehen. Naja, gut, das war ja auch schon immer so. Und sortieren tun wir dann wieder. Oh, das waren Bärchen. Und hier gibt es aber viel zu looten, du. Oh, da haben wir einen Schraubenschlüssel. Na, ist rein. Da können wir jetzt alles zerlegen. Wunderbar. Wunderbar. Gleich immer her, das Ding. Krieg ich der Bogen wieder weg. Muss ich erst mal klötzen, wie ich das dann mache. Wie ich den einstelle, dass er funktioniert. Kann man zerlegen. Kann man zerlegen. Die kann ich mir dann selber herstellen. Federn, fliegen die Federn nur wieder raus. Und dann kann ich mir auch später holen. Kohle behalten wir. Für die Schmiede. Weil ich es endlich mal bauen darf. Kann man auch später holen. Papier fliegt raus. Oh, du brauchst bestimmt ein Reparaturkit, nicht zum Reparieren. Nee. Okay. Hier wollen wir auch gleich nochmal reparieren. Knüppel auch. Beiden Speer. Und dann kann ich da eigentlich nicht mal anderen bauen. Nee. Und noch Speer. Nee, immer noch Stufe 2. Baseballschläge. Den werde ich natürlich auch noch mal testen dann. Natürlich, wenn man es nicht geskillt hat, ne? Ja, ja, ich weiß, mi. Ich habe aber diesmal entschlossen, erstmal die Händler-Dings zu machen. Was haben wir hier? Haltung sein sollte. Ich muss schneller überleben. Wir finden nur so. War jetzt nicht interessant, das, was wir eigentlich hier brauchen im Spiel. Im Spiel. Hallo. Da gibt es wieder Wasser, hoffe ich. Wir brauchen Wasser. Hm. Ja.
Hier kann ich nicht abkochen, du. Böses Spiel. Und das Glas kann ich gleich rausklatschen. Ein Glas gesammelt. Nee, hab's doch nicht immer Glas. Am Zerstören von Bildern. Hallo? Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Hm? Hallo? Eine Hose. Hallo? Da ist mit Sicherheit einer drin. Oder eine. Wir wissen jetzt einfach umgefallen. Das ist jetzt ein bisschen, weiß ich nicht. Als umgefallen, weil er mich gesehen hat oder noch gar nicht gemacht. Nee. Aha. Schlafzimmer hinterm Schlafzimmer. Ihm gesagt, dass du das da legen sollst. Das kommt raus. Kaffeebön. Schwierig, gell? Das Messer. Ich wollte mir den Schraubenschlüssel ja mal angucken. Deswegen ist es hier. Jede Mörder vom Fleisch fällt und rumholzt. Niemand? Ja, die Waffenteile lassen sich gut verkaufen. Der Stoff liegt raus jetzt. So, wo ist denn jetzt dieser komische Rucksack? Oben zeigt er mir einen. Oben. Oh. Erntewerkzeuge. Reparaturwerkzeuge. Brotflinten. Jetzt hätte ich doch fest zerlegen gedrückt. Na gut. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass nicht nach oben springen ist, sondern die Karte öffnen. Schleichen wir. Hallo, der Kammerjäger ist da. Hallo? Ah. Ja, wo bin ich jetzt verschwunden? Lass mich in Ruhe. Also wenn ich schleiche, halt er nicht so ordentlich effektiv durch. Ach, das ist die Tasche, sehe ich gerade. Lassen gehen, lassen gehen, lassen gehen. Hab nicht getan. Jetzt vielleicht. Ach so, lebt er noch. Und da ist auch schon da nach unten. So, Quest abgeschlossen. Oder?
Rückenhändler. Was? Hab ich das nicht gelernt? Kann ich bewegen? Außer minus 5. Aber schon eine gebackene, ne? Hm. Und trink den Tee. Vielleicht noch dazu, nach den Kartoffeln. Oder Essen ist voll. Heute ums Wasser, ne? Heute um Tee. Heute um Yoga. Wo ich was trinken musste. Ja, ich bin hier oben. Du da unten. Das war doch hier bestimmt aber auch noch nicht alles. Wo ist denn der Endloot? Brille. Wir haben doch schon eine. Heute Bonus plus 3. Das war ein Int weniger. Aber die kann ich auch da aufsetzen, wenn ich irgendwas herstellen will. Oder die Punkte verteile. Hier ist quasi der Endloop. Na prima. Die hättest du dir auch sparen können. Mach ich meine Pfeile hier auch wieder zerlegt? Warte, keine mehr. Das ist ja ein täuschender Endloot. Oder auch doch nicht. Was denn das? Brenne Schaft, Mutter. Ist für Klinge. Unten Verband, endlich mal ein Verband. Und ein ordentliches Messer. Kann man das jetzt zerlegen? Noch ein rausschmeißen natürlich. Und die hier nehmen wir mit. Kann ich aber hier mal Knochen brauchen, ne? Alles mit. Dann laufen wir zwar langsamer. So, so in jetzt einer. Hm, natürlich. Zweimal versemmelt. Dann auch gleich zur Händlerin, ist nicht weit. Hm. Immer denkst du, hast man schon doch regnet. Ach, bestimmt für den Wassersammler, dass es oft regnet. Sonst hat der Wassersammler ja keinen Sinn. Aber es muss da mal eine Dürrezeit geben, wie es in der Natur auch ist. Kann über Jahre gehen. Aha. Da habe ich einen Kopf runtergezerrt. Stimmt, eine Schraubenschlüssel wollte ich mich mal angucken. Ja. Einfach ein Stück Eisen.
Ölgewinde. Also quasi wie ein Engländer. Oder Franzosen, oder wie sie den Namen nennen. Okay. Abfahren. Macht automatisch. Kann das Knöpfchen drücken, dann baut das auch ab. Ja, das war das aber halt. Okay. So. Soll ich was fallen lassen? Okay. Ein Rad wäre nicht verkehrt. Okay. So, mach die jetzt schon offen oder macht die erst um 8 auf? Oh, hat schon offen. Will ich nicht abbauen? Alles Munitionskästen. Junge, Junge, wieso kann ich die nicht looten? Noch nicht gemacht. Stimmt, bin auch schwer hergezogen. Sündigen tue ich jetzt noch nicht. Zombies müssten her zum Sündigen, doch wie sie mich schon umgehauen haben. Was ist denn hier überhaupt? Löwenzahn, oder Moment. Freilich, was hast du? Entschuldigung, ich wollte nur gucken, ich bin... hab mich so schnell gedreht, ja, kann passieren. Good job. I knew you could do it. Was kriegen wir denn? Schrotflinten, 66 Schuss, Holzspieler mit Bauplan. Und den haben wir ja selber schon gefunden. Ich würde sagen, angesichts dessen. Ah, bald kann ich mir zwei Sachen auswählen. So, das kannst du haben. Den kannst du auch haben, jedenfalls. Die kannst du auch haben noch. Das können wir uns einfach da selber holen. Großvaters Moonshine. Was war denn das überhaupt? Na. Ah. Und einer auf dem anderen. Ach komm. Erstmal mit der Steuerung zurechtkommen, dass ich hier laut machen kann. Ich glaube, das behalten wir selber. In der Not frisst der Bauer ja bekanntlich Fliegen oder Kürbisse. Was können wir dir noch verhökern? Die mache ich mir selber rein. Das Öl. Öl brauche ich zum Fahrradöl? Nee, ne? So, was hast denn du überhaupt schön? Knüppel. Jetzt die Kohle für Bücher ausgeben, die finden wir ja sowieso eigentlich. Messbecher wäre viel interessanter. Eine Chemiestation. Irgendwann mal. Oh, da werden Rezepte freigeschaltet. Okay. Nehmen
Jetzt haben wir die Kohle haben. Hast du nur einen? War schwach. Ja, nutzt mir die Medizin. Wird auch nicht. Automatische Waffen. Das Bensen kannst du da. Echt. Ich hoffe jetzt nicht allzu viel, ne, aber 50 ist besser wie nichts. Dann haben wir da 660 rum und so ein bisschen. Wenn sie den hat. Hat man natürlich nicht. Die High Power bringt da nichts viel, ne? Das ist ja. Richtig mehr Schaden an. Was ist jetzt der Unterschied zwischen denen und denen? Die kosten auch 42. Ja. Und da ist der Unterschied. Aber aus demselben Schaden. 9 mm, 9 mm. Jemand hat zu viel gehabt. Anderer Stapel. Noch ein Haus. Noch sparsam mit umgehen. Ich bin sparsam, das war doch nicht. Habe ich das jetzt gesagt? Und 714. Ja, stimmt. Komm, scheiß drauf. Ja, jetzt gib mir eine neue Quest an. Aber wieder eine in der Nähe. Seitige Zombie. Obwohl, wieder 466, also. Hoffe das nicht. Das ist eine Riesenstadt. Eine Riesenstadt. Naja, und wo schickst du mich hin? Wo schickst du mich hin? Komm. Alter, die Bubble. Oh. Hättest du gleich das Nachbargebäude nehmen können als Quest? Nein. Geht ja nicht. Nee, ich wollte reparieren. Das geht ja nicht, hier mal gleich das nächste Nachbargebäude zu bekommen. Oder das da drüben, oder das da, nein, das muss. Ich wollte nach Hause, da lang. Moin. Alles gut bei Ihnen? Ja, du. Einfach nicht. Jetzt schon gar nicht mehr. Ach ja. So, jetzt ist die Frage. Wo bauen wir uns denn hin? Wo quartieren wir uns ein? Ich hätte ja mal ein bisschen Lust zu bauen. Gutmundbunker? Einmal Gutmund. Und hier von da hinten? Mhm. Hier wäre doch ein geeigneter großer Platz. Gar nicht so weit weg von der Zwischenputze. Wie soll ich jetzt Kampfmusik? Was los? Ne? Das ist sogar gar nicht. Naja.
Geht denn das noch in den Graben überhaupt? Das wird ja anstrengend, du. Muss von oben her schuffeln. Erstochern, nicht schuffeln. Hauptsache muss ich bewegen. Das ist immer. Gut, dann weißt du, dass wir hier ein Plateau bauen müssen. So, ich mache schon meine Blöcke. Wir haben auch gleich Eisen und nochmal Eisen. Na, das heißt, unterirdisch haben wir dann auch noch genug davon. Und wo Eisen ist, da ist auch meist was anderes nicht weit weg. Boah. Das wird jetzt mein Bauland hier. Gut, da haben wir noch eine schöne Straße, die wir mit einbinden können. Ja. Wird sowieso wieder ein WoW-Bunker. Also, ein Hortenbunker. Also. Na, ihr werdet es schon sehen. Vielen Klingen fallen. Und abfallen. Mal gucken, was mal. Vielleicht können wir jetzt endlich auch mal einen Flammenwerfer bauen als Falle. So. Hab ich meine Blöcke versteckt? Ja. Dann braucht Holz jede Menge, ne? Und was zu essen. Wo ist mein. Hatte ich nicht. Ja, hier unten. Gut. Wir können machen Speck mit Eiern. Wie viel? Warum nicht? Hier kann ich ja nicht. Was ist denn los? Was fehlt denn? Ach, Fleisch. Nein. Fleisch ist doch hier. Und Eier sind auch nochmal hier. So. Nehmen wir schon mal alles raus und gucken, was wir uns herstellen können. Den Kürbiskuchen geht leider noch nicht, war ja klar. Ach, da brauchen wir wieder überall Wasser dazu, ne? Ne, also hier. Komisch, da brauchst du kein Wasser. Oder hätte man allerdings Öl mit einbinden können. Hier. Oh, was ist mal kochen? Nein. Ja. Geil, was ist denn da draußen los? Machen wir ganz schnell hier das Feuer wieder aus, mein Freund. Ausmachen, hatte ich gesagt. Uiuiuiui. Nehmen wir eine bestimmte Party irgendwo. Die laufen jetzt schon besoffen dahin. Ach, Mensch, statt Menschen. Muss man nicht verstehen. Da hinten laufen sie. Ah, wir hatten hier eine Party, welcher Nachbar. Kommen wir schon vor auf dem Dorf hier. Und Leute beobachten. So, dann machen wir da an. Auch immer. Das können doch nicht wahr sein. Die treffen sich alle auf meinem Grundstück. Wenn ich da nachher Müll finde, eine Tüte Müll, Leute. Herbert, komm schnell! Die Jugend trampelt auf der Wiese rum. So, jetzt aber. Na, doch nicht alles einmachen. 5 Minuten und. Was können wir uns noch herstellen? Kürbis.
Ach, da wieder Wasser. Maisbrot braucht Wasser. Das braucht Wasser. Ein Wasser? Ja, schön. Na, da hier, ich guck bei der Jenny. Den blöden Wasserfilter, das vergesse ich jedes Mal. Na, jetzt kann ich den Ofen nicht mehr benutzen, okay. Prima. Jetzt drüben mal raus, eingeklatscht, oder? Da waren die ganzen Daumen drin. Aha. Und du bist in der Mikrowelle, das ist nett. Meinst du ein Teil davon zumindest? Achso, die wollten wir auch noch einbauen. So, was da für Seiten ja so. Und runter in den Bücherschrank. Fleisch. Brot. Noch mehr Brot. Kartoffel, ne, die behalten wir mal. Machen wir kaputt. Kohle. Wo stopfe ich die jetzt so dahin? Unbedingt was bauen, unbedingt. Schönes, ordentliches Lager. Mit Rolltüren davor. Eben PvP geeignet für PvE. Weg. Weg. Mal wieder. Bett. Früher oder später werden wir es brauchen. So. Bleibt. So, Mikrowelle ist voll. Und noch einmal, nehmen wir den Schrank. Bensen. Ein. Bücherregal. So, was haben wir jetzt? Einmal was zu trinken. Kaffeebohnen. Kohle. Natürlich auch die Kohle. Haben wir nur 28? Oder haben wir in dem anderen Schrank auch noch was? So, die behalten wir. Das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit. Die Fackeln habe ich bis jetzt noch nicht einmal gebraucht. Werde ich aber dann brauchen, wenn ich jetzt baue. Okay, dann. Auch mal noch hineinlegen. Hutbeutel. Das Messer. Den Flehm. Vielleicht gucken wir, ich muss noch Pflastersteine haben. So. Jetzt hierzu. Wo kann ich dich? Haben wir denn einen Flammenspeer? Na, das ist ja cool. Dann haben wir auch Licht zum Looten für unterwegs. Endlich mal. Habe ich jetzt eigentlich auch noch Stühle hingetan? Habe ich die schon zerlegt? Habe ich die schon zerlegt? So, da. Und die ganze Kohle verbraten. Viel. So, jetzt haben wir 1, 2. Einmal zu trinken. Gut. Warte mal kurz. So viel Holz brauchst du nicht. Hast du noch 2 Minuten Wasser, Feuer? Hm. 2 Minuten 40. Das reicht. Einschalten, nicht vergessen. So, na dann. Ich kann noch mal schnell was gucken.